Du, nee, bleib mal weg. Ich will keine. Selbst ein Esel will dich nicht. Ich glaube, der Esel hat keine Wahl, wenn es drauf ankommt, oder? La 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 la. Schauen wir mal weiter. Hier hat sich wieder alles neu bemannt, aber trotzdem auf Kosten von Bogenschützen, die jetzt hier jagen würden. Ich muss wieder Bogenschützen aufstocken. Hier müssen wir auch noch upgraden, wenn gerade schon mal Baumeister auf dem Weg sind. Ja, ich habe noch jede Menge Gold auf dem Weg liegen lassen, quasi. Ich weiß. Aber die Bauern konnten jetzt links... Also die Baumeister konnten jetzt links richtig gut ausbauen. Das ist super. Ich habe wieder zu viel... Bogen. Bögen, Bögen. Meine schöne Quotengoldmünze. Ich sammle das mal wieder ein, liebe Bauern. Ich kann's eh nicht tragen. So, wie schaut's aus? Junge, sammel das wieder ein, bevor es schlecht wird. So, den vordersten Wall lassen wir mal. Nur mal sicher zu gehen, dass die nicht gleich sofort durchbrechen. Ansonsten, ihr da, kommt noch mit. Es ist immer gemein, dass wir voll nach links und voll nach rechts rennen müssen, um zu rekrutieren, um maximal rauszuholen aus jedem Tag. Ich hätte gerne ein Ausdauer-Upgrade für mein Pferd oder mehr Geschwindigkeit. Oder ein fliegendes Pferd, ein Pegasus. Warum nicht ein Pegasus? Oh, im Notfall würde ich mich auch mit dem Hubschrauber zufrieden geben, wenn es kein Pegasus gibt. Genau, sammle das mal wieder ein. Im Grunde könnte ich hier auch eine Farm bauen. Das wäre kein Problem. Nur würde meine Einnahmequelle nochmal stark erhöhen. Natürlich noch ein paar Sensen mehr, aber dann bräuchte ich auch wieder mehr Bauern, um die Felder zu betreiben und hätte wieder weniger Bogenschützen. An Geld mangelt es ja derzeit nicht unbedingt. Von daher lasse ich die Idee mit dem Feld dann doch erstmal sein. Nein! Oh, ist das noch... Oh, ganz knapp nicht. Wenn ich jetzt hier Gegner sehe, lege ich eine Goldspur. Ich kann es mir leisten. Wenn sie von rechts kommen, haben sie Pech gehabt, weil da ist zu stark befestigt. Das ist halt das Problem. Ich hätte auch gern so eine Art Warnung. Achtung, jetzt wird von rechts angegriffen oder so. Das Problem ist einfach, das wird so groß in beide Richtungen, dass man irgendwann die Übersicht verliert. Aufs Übelste. Ach komm, wenn wir schon mal so dabei sind, dann machen wir gleich das Beste draus. Vor allem, wenn wir das Geld haben. Und wir jung sind. Nächster Tag. Gut, da hat der Baumeister ein bisschen Beschäftigung. Und wir holen uns gleich ein paar neue Bauern. Der Tag Nummer 17. Wir sind eigentlich noch gar nicht so mega weit. Kommt hier mal wieder jemand, bitte? Hallo? Ihr seid doch alle doof. Das ist mein professionelles Urteil. Ihr seid doof. So. Ich möchte, dass nach links gut geschützt ist. Obwohl wir da nur einen Turm stehen haben. Das ist so das, was mich noch ein bisschen beschäftigt. Weil klar, die zwei Mauern halten lange Stand. Bei so einem Blutmondangriff. Nur der eine Turm, wenn da gerade noch diese fliegenden Viecher kommen und die wegknuspern, da wird nicht viel abgeschossen hier. Aber die werden sehr lange aufgehalten. Das zumindest schon mal. Jetzt habe ich eh, glaube ich, kein richtiges Geld mehr. Nee, ich glaube, das reicht nicht mehr. Ne? Ich bin pleite. Es passt einfach zu wenig in den Sack. Könnte ich hier irgendwo noch Verteidigung? Nee, hier könnte ich gar keine Verteidigungsanlagen mehr aufbauen. Das ist es ja. Hier vorne ist halt unsere Farm mit nochmal einem Turm. Wir haben schon eigentlich einen echt guten Schutz.
Na komm, Kotenmünze, komm her. Leute, okay, ich sorge schon mal für mehr Bögen. Keine schlechte Idee, wir haben noch jede Menge Türme zu bemannen. Und mal einen Baumeister noch dazu. Und wir können schon mal wieder so eine Sense bereitstellen. Lieber einen Bauer mehr als im Notfall ein zu wenig. Na, war ja klar, dass du mir auch da ewig viel hinwirfst. Von hier rechts kam bestimmt letztes Mal ein Angriff. Im Grunde kann ich jetzt, bis die mal da durch sind, kann ich schon mal die Mauer auch mal upgraden. Nein! Nein! So. Also, ja. Ich habe das Geheimnis zum ewigen Geld entdeckt. Hasenspawner da lassen und Farm nebenbei bauen. Du da. Genau. Ah nee, das ist jetzt der Händler. Ich wollte schon gerade sagen, drei Leute. Aber ihr kommt mir auch mal mit. Ich könnte jetzt echt zu weit gehen zu überlegen, dass ich tatsächlich mal Ritter baue. Ich glaube, ich mache das nach der 20er Blutnacht. Bin ich vielleicht mal großartig. Wir haben eh genug Einnahmen. Wir haben jetzt Tag 18 gehabt, oder? Beim nächsten Mal. Da ich mal für so zwei oder drei Tage gleich mal die Mauern upgrade. Nee, ich mach's später. Ihr Schweine! Ihr habt mich doch gerade erst geholt. Macht sie kaputt, die sind doof. Ist Grund genug, Todesurteil. Normalerweise müsste es gewesen sein. Nutzen wir die Nacht zu früh, wie es geht. Kommt mal her. Und bitte noch mehr. Warum nicht? Ist doch doof. Ich könnte aber im Prinzip Gold hier liegen lassen. Und Leute, die es aufsammeln. Das ist doch eine Idee, oder? Ich hoffe, das funktioniert. Dass die dann automatisch rüberkommen? Maybe? Hier habe ich ja schon aufgesammelt. Oi, oi, oi. Hilfe! Zu viel Geld. Das ertrage ich nicht mehr. Wie war es nochmal mit Grasen? Zählt da auch der Hasenbau zu? Ja, der Hasenbau ist es. Alles klar. Ich bin klüger. Das hier ist eigentlich auch Gras, oder? Da ist gar nicht, da ist nicht das, da ist die Hasen einfach, die da so ausbohren würden. What the fuck? Mein Bild für Pferde hat sich komplett verändert. Mal alles bereitstellen hier. Und wisst ihr was? Ritter rechts. Ritter links. Vorbereiten. Da muss natürlich erstmal so ein arbeitsloser Herr, der den Job besetzt. Einfach mal irgendjemand, den du hier auf der Straße aufgesammelt hast, irgendwo am Land draußen. Du wirst jetzt mein Ritter. Hier, bitteschön, deine Ausrüstung. Yay! Wenn es doch immer so einfach gewesen wäre, oder? Gut, man hätte sich so einfach machen können, aber ob es was gebracht hätte, ist die andere Frage. Ach, wie schön, dass du noch da bist. Bauen wir gleich die Mauer hier aus, Junge. Jawohl. Dann probiere ich das hier auch mal. Ich werde es ja dann rausfinden, ob es was bringt. Und selbst wenn nicht... Ich weiß nicht, ob die Goldmünzen irgendwann despawnen. Das könnte natürlich auch sein. Aber wenn sie jetzt länger da bleiben... Dann lenken sie zumindest, selbst wenn sie die Bauern nicht holen, lenkt sie zumindest zwei Monster ab. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob es tatsächlich Ritter jetzt dazu geholt hat. Eigentlich könnte ich die Farm jetzt upgraden. Ich glaube, hier sind die jetzt sicher genug. Ne, ich bin so zufrieden. Ich habe eh genug Geld. Ich würde ja nur Geld investieren, um mehr Geld zu bekommen.
jede Menge Baumeister frei, die jetzt auch nicht mal aktiv was machen. Okay, dann würde ich mal sagen, bauen wir noch Katapulte. Schauen wir uns mal an, was die Katapulte so machen. Haben wir bis jetzt auch noch nicht gesehen. Dankeschön. Da sind sie. Und die werden jetzt rüber bewegt, in jede Seite rüber. Ach, wir können sogar nur eins haben, sehe ich gerade. Wir könnten jetzt kein weiteres bauen. Es darf nur eins da sein. Katapulte haben aber auch einen Nachteil. Es gibt später Gegner. Ich will es mal so sagen. Das sind Gegner, die sind so groß und massiv, wenn man den Steine entgegenwirft mit dem Katapult. Besser gesagt, ich glaube, die nehmen schon Schaden, wenn sie davon getroffen werden. Aber wenn die Steine so auf dem Boden liegen, dann sagen sie einfach, fick dich. Hier, bitteschön. Kriegst du wieder zurück. Also die werfen echt die Steine dann zurück. Und das tut weh. Das schädigt unsere Bogenschützen auf den Türmen. Das macht die Mauer ziemlich schnell kaputt. Kurzum erklärt. Doof. Gras mal bitte. Du Pferd, Gras. Hört auf damit. Nicht so viel Geld machen. Ach du lieber Gott. Eigentlich können wir hier schon mal weitermachen. Eventuell sind wir irgendwann ausgebaut genug. Ich weiß immer noch nicht, ob es funktioniert. Aber ich habe eh so viel Gold. Problem ist, was ist, wenn diese Dinger dann auch despawned sind, weil wir uns weit genug vorgebaut haben. Beziehungsweise ist dieses Zeltlager verschwunden, das erste, weil wir uns so weit rausgebaut haben in diese Richtung? Kann das sein? Ihr habt sie doch nicht mehr alle, hört auf! Boah! Ah, wenn ich schon mal da drüben bin. Upgraden. Mauern. Gott, guckt euch meinen Geldbeutel an. Guck ihn dir an, guck ihn dir an. Was für einen Tag hatten wir jetzt? Ich bin mal sicher, mach auf 2 Tage. Ich bin mir jetzt gerade unsicher. 2 Tage, zack, blinken 2 Lichter. 3 Tage werden 3 Lichter. Ergibt's. Einfach voll die Verwirrungsaktion. Tatsache? Der ist jetzt gekommen wegen der Münze, die hier lag. Auf geht's. Nee, so, hier. Beide Hände. Du nimmst die nicht auf, dass wir uns verstehen, Freundchen. Ich hab dich im Auge. Hab dich im Auge. Hm? Gut. Hätte ich dir auch geraten. Ich weiß schon, dass es nicht aufsammelt, aber es wäre jetzt echt gewesen, so, wenn die Kamera weg ist. Und da denkt sich, ah, er sieht mich nicht in dem Augenblick, weil wenn man lange in eine Richtung guckt, dann geht die Kamera langsam rüber. Das wäre jetzt gewesen, einfach wenn die Kamera rüber geht, sieht man, wie der sich so alles einsteckt. Oh oh. Verdammt, sie hat mich gesehen. Hier, da hat sich das Katapult jetzt. Das ist übrigens, das spannt sich auch sehr schön, muss ich sagen. Äußerst spannende Angelegenheit. Ich finde es lustig, wie sich manchmal das Gold häuft. Manchmal häuft sich dann doch ein bisschen besser, weil es gerade so richtig schön mittig reingeschmissen wurde. Es gibt immer noch keine Ritter in meinen Diensten. Ja, die anderen Arbeitsplätze wurden eher besetzt, ich verstehe schon. Ich brauche da neue Bauern. Ich mache dann links weiter. Oh Gott, bitte. Nein. Ist jetzt okay. Jetzt haben wir auch einen Katapult stehen. Das ist schon mal nicht schlecht. Blutmond haben wir wahrscheinlich noch nicht, oder? Zum Glück habe ich schon mal für 3 Tage gekauft. Aber es scheint mir lang genug zu dauern, dass wir da tatsächlich über eine Aufnahme dran sitzen. Mhm. Aber es ist eine normale Nacht, oder? Ich sehe den Mond gar nicht. Aber da ist auch keine... So funktioniert das Katapult. Seht und staunet.
Tut mir leid, aber die Mauer ist stark. Die Mauer ist stark, doch der Geist ist schwach. Oder so. Ihr seid jetzt meine Arbeiter. Also, arbeitet. Liegt auch eine schöne Goldspur. Im Prinzip könnte ich noch mehr als 2 Münzen hinlegen, weil hier kommt doch bestimmt noch viel mehr. Machen wir es einfach mal. Über den Tag verteilt so. So habe ich doch meine Rekrutierungsstation, meine automatische. Die ich immer wollte. Machen wir übrigens auch mal wieder ein paar Bäume weg. Wenn hier gerade noch Baumeister in der Nähe sind. Passend. Machen wir mal wieder ein bisschen frei. Ach du lieber Gott, du hast wieder was für mich vorbereitet. Ich sehe schon. Ich kann es eh nicht aufnehmen. Haha. Schicksal entkommen. Ja, jetzt regnet es, also Blutmond. Also es ist kein hundertprozentiger Hinweis. Aber wenn es regnet, sollte man oftmals schon Angst haben. Also wenn es regnet und man hat die Zahl vergessen, sollte man das öfters mal als Hinweis nehmen. Ah, hier haben wir schon den Ritter ausgebildet. Dann würde ich mal fast noch einen rüberholen. Gucken wir mal, wo er ist. Da hat sich bestimmt auch schon Bogenschützen gekrallt. Das macht er gerne. Es hat zwar niemals jemand mit der Erlaubnis gegeben dazu. Also zumindest ich als König kann mich nicht daran erinnern, es getan zu haben. Hier, der hat sich jetzt 2 Bogenschützen geholt und die laufen jetzt zusammen. Genf. Ja, eigentlich um die Grenzen zu schützen raus. Junge, man kann es auch übertreiben. Ja, jetzt haben wir haben noch eine Nacht. Sehr schön. Das ist gut. Hallo Leute. Hier kommt man mit. Hier blase ich es bei den 2 Münzen. Jetzt ist bald Nacht. Wo will ich aufpassen? Rechts oder links? Schauen wir mal rechts. Bleib mal rechts einfach. Wir haben da vorne immer noch einen Hasenspawner. Ich glaube, bei Zeiten gehe ich mal so weit und mache hier noch einen Turm. Der Ritter steht jetzt da draußen beim Turm. Ich weiß nicht, was man machen muss, damit die Ritter jetzt angreifen. Ich glaube, vielleicht, wenn es mehrere sind. Auf jeden Fall gab es irgendeine Voraussetzung, die erfüllt sein musste, dass die Ritter jetzt die Monsterspawner angreifen. Auf jeden Fall halten die Ritter einiges aus. Die können mehrere Schläge ab und machen One-Hit auf die meisten Monster. Also auf die meisten kleinen Monster, sagen wir es mal so. Und wenn dann noch Bogenschützen dahinter sind und vor allem noch Türme, das ist schon eine gute Kombination. Ja, wirf mir. Ist okay. Und weg. Wir haben hier noch ein. Was zum Teufel? Was kann ich denn hier aufbauen? Das ist. Ach so, das ist dieses. Ach, das ist dieses Armeelager. Ah. So war das. Das ist dieses Lager, wo die. Und ich glaube, wenn das ausgebaut ist, greifen die weiter an. So war das. Okay, jetzt verstehe ich das System da auch mal ein bisschen. Aber damit warte ich bis nach der Nacht, weil ich weiß nicht, was das verändert. Jetzt ist Nacht und der Ritter zieht sich hier zurück. Das Problem ist, wenn der Ritter zu weit draußen steht, wie schon gesagt, und er sich zurückzieht, dann werden die Bogenschützen von hinten weggesnackt. Sie kommen von rechts. Jetzt sehen wir vielleicht auch mal die neuen Gegner. Ich glaube, die kommen jetzt Mittag 20. Nacht 20. Zack, dafür ist das Katapult super. Fuck, sind das viele. Problem ist, wenn die jetzt hier durchbrechen. Hi. Die knuspern mir meine Bogenschützen weg. Und jetzt, die schmeißen jetzt mit den Steinen. Fuck, leck mich doch. Ah, wir haben jetzt 2 Ritter auf der rechten Seite. Ein paar Bogenschützen haben wir noch. Das Katapult ist auch noch. Boah, die Mauer hält immer noch. Das ist eine echt gute Mauer. Qualitätsmauer. Qualitätsarbeit aus China. Jawoll! Geschafft. Zwar mit einigen Verlusten leider. Also gerade was Bogenschützen angeht. Aber... Schallklappen. Hier, Armeelager ausbauen. Das muss ich mir jetzt mal angucken. Was passiert, wenn wir das machen? Ah, dann schicke ich sie zum Angriff auf den Spawner. Da machen wir jetzt mal mit, oder? Operation Gegenangriff beginnt. 2 Ritter und ein paar Bogenschützen. Reicht das? Hoffen wir es einfach mal. Jetzt mache ich hier noch einen Turm.
Und ich hole mir mal ein paar neue Leute. Was, denn niemand da? Ihr seid doof. Ah. Ja, das Problem ist, die Leute, die weggeknuspert werden, sind weg. Es kommen tatsächlich auch normale Leute mit. 4 Bogenschützen, 2 Ritter. Mal gucken, ob es reicht. Ich gehe mit. Ich find's toll. Ich bin Fan. Aber ich bin jetzt kein Ventilator, nicht verwechseln. Nieder mit den Spawnern! Kommt hier mal endlich jemand? Ich habe jetzt schon keine Goldmünzen hingeworfen, weil ich weiß, die kommen dran vorbei und schlurpen sie auf. Ich möchte mal sehen, inwiefern das hinhaut. Ich meine, 2 Ritter ist schon mal eine Hausnummer. Höchstwahrscheinlich die Hausnummer 2. Hm. Bling, bling. Ah, Hallöchen. Gut, dass du da bist. Ich setze noch ein paar hin. Ein paar mehr. Wer weiß, was hier noch alles kommt. Spawner, mach dich gefasst. Dein Ende rückt näher. Ich sehe schon, es sind alle meine Einheiten einfach tot. Da wird er angegriffen. Mal gucken, was er aushält. Aha, da kommt ein Gegner raus. Wehrt euch. Wehrt euch. Geht doch. Okay, nur die Bogenschützen können den Spawner angreifen. Die Ritter sind zum Schutz da. Ja, Junge. Ach, du hast die Münzen aufgesammelt, du Sau. Die waren doch für die Rekrutierung. Uiuiui, kommt der rausgeschossen. Der hat's aber eilig gehabt. Ah, er bröckelt, er bröckelt. Es braucht aber mehr als einen Tag. Aber er bröckelt. Ihr müsst dem Spawner lassen, er bröckelt. Er bröckelt ziemlich gut. Also wenn er was kann, dann ist es bröckeln. Bloß blöd, dass bald Nacht ist. Ich glaube, mit den zwei Rittern und Bogenschützen halten wir beim normalen Angriff zumindest hier stand. Hot Dogs, frische Hot Dogs, bis jetzt auf Verkäufer vorbeikommen. Möchte jemand ein Eis? Lärchenzungen, Otternasen. Dein Ende ist nah, Spawner. Ich fühle es. Also kannst du rülpsen, wie du willst. Ich glaube, der hat gerade irgendwie schlecht gegessen, der Spawner. Oh, fuck! Ja, leck mich doch! Nein! Das ist doch ein schlechter Witz. Hier, nimmt mein Geld, aber verschwindet. Ist das so quasi... Wir haben keine... Sowas kommt eigentlich nicht drauf. Du Scheiße. Ich glaube, das reicht. Den Rest können wir so abwehren. Hoffe ich. Wir haben ja fast nichts. Ja gut, das reicht. Quatsch. Das Katapult kann echt nützlich sein. Alter, was? Was ist hier? So, nehmt das Geld mit. Alter, leck mich doch. Leck mich doch. Müsstet ihr nicht langsam verbrennen, weil es Tag wird und so? Irgendwie war es mal. Sobald die Sonne hoch genug steht, verbrennen die Gegner. Bis dahin muss ich erstmal weg und Geld holen. Jetzt ist Tag. Jetzt müssen die eigentlich verschwinden. Hat irgendjemand Geld für mich? Kann mir jemand was pumpen? Ja, ich glaube, Bauern haben wir jetzt genug da. Ah, sehr schön. Wir brauchen jede Menge neue Bogenschützen. Ja, 2 tote Ritter, wenn ich das richtig sehe. Woran das bloß liegt? Vielleicht an dieser riesen Armee, die mir da entgegengekommen ist. Ich glaube, wir greifen echt nur in eine Richtung an jeweils. So. Jetzt mal nach links, rechts gucken, was wir so wieder gut machen können. Die müssten jetzt verschwunden sein, die Monster. Yep.
Wir müssen ja aber einiges wieder aufbauen. Das ist uns bewusst. Die erste Mauer haben sie kaputt gemacht, da war sie. Du da, komm mit. Ja, ich glaube, da gehört noch was dazu, den Spawner kaputt zu machen. Problem war, glaube ich, einfach, weil es jetzt Nacht geworden ist. Wir müssen das rechtzeitig beginnen, den Angriff. Beim nächsten müssen wir sogar noch mehr mitnehmen, im Idealfall. Oh Gott, was für eine Völkerwanderung. Kommt mal alle mit. Oh Gott, ich habe nicht genug Geld dabei. Wartet kurz, ich hole noch ein bisschen was. Ja, beim nächsten Angriff müssen wir ein bisschen stärker rüsten. Kommt mal zurück. Wie viele Arbeitsplätze plötzlich frei geworden sind, ist ja Wahnsinn. Nicht schlecht, aber ich bräuchte noch ein bisschen mehr. Mehr. Ich schaue es nach links hin aus. Dann kann ich vielleicht auch mal nach links hin gleich rekrutieren. Schaffe ich wohl alles nicht mehr an dem Tag. Längst nicht. Hübsch. Ja, ich war halt lang nicht mehr links. Wie schaut es denn überhaupt aus? Ist ja alles noch Paletti. Alles noch dort, wo es sitzen sollte. Ess mal Pferd. Okay. Also, das Pferd heißt nicht Esma, das heißt, du sollst mal essen und so. Ihr wisst schon. Nee, das könnt ihr behalten. Ich will euer schmutziges Geld. Geld nicht, Geld nicht. Aber das heißt nicht, dass ihr es haben sollt. Ich hasse euch, ihr seid doof. So, Ritter mitsamt dem Bogenschützen ist ja schon mal hier. Wir brauchen viel mehr Bogenschützen. Mit den Baumeistern komme ich ja sogar klar irgendwie. Mehr Ritter wäre auch eine Idee. So, jetzt würde ich gerne meine Rekrutierungsaktion fortsetzen. Dankeschön. Ihr beide, mitkommen. Und schon mal für die Zukunft ein bisschen vorgesorgt. 5 Stück. Nummer 28. Ne, 23, Entschuldigung, 23. Ich hab mir irgendwie eine 5 reingedacht gerade. Wie lange macht man jetzt eigentlich noch so ein Stück? Weil es sieht so aus, als wird es länger als eine Aufnahme so. Schauen wir einfach mal. Katapulte sind noch in Ordnung. Ah, das rechte Katapult ist kaputt gegangen. Ja, natürlich ist es kaputt gegangen. Wir wurden ja total überrannt. Komm, dann bauen wir das auch mal neu auf. Machen dafür auch extra nochmal 2 neue Baumeister. Ach komm, machen wir sogar 3. Und der ganze Rest geht jetzt sowohl in Ritter, rechte Ritter. Oh Mann, ey, es ist halt rechts. Und hier nochmal einiges an Bögen. Mehr nicht, ich möchte nämlich noch ein paar Leute rekrutieren. Ich hoffe aber, dass ihr noch was gesammelt habt. Nee? Sonst irgendwo jemand? Ich glaube, das Geld reicht nicht, um jetzt alle wieder zu holen. Irgendjemand hier Geld für mich? Ah, einer zumindest. So, all ihr verirrten Seelen, kommt mal zurück. Mehr waren es nicht? Oder habe ich schon welche verloren? Aus Unachtsamkeit. Kann natürlich auch sein. Wie schaut's denn hier hinten aus? Die beim Spawner draufgegangen sind. Och, der Spawner ist zerstört. Ach so. Weil ich den Spawner zerstört habe, kam diese Riesenhorde raus. Das heißt, der rechte ist schon mal kaputt hier. Ich glaube nicht, dass die Angriffe dadurch schwächer werden, aber ich habe schon meinen Fortschritt errungen. Ist jetzt die Frage. Reicht das? Wollen wir jetzt links weitermachen oder wollen wir rechts weiter vorstoßen? Also wollen wir es jetzt wirklich auf der rechten Seite zu Ende bringen? Weil ich glaube, es gibt noch einen zweiten Spawner und dann war's das. Oh, warum seid ihr jetzt schwarz? Seid ihr jetzt besser? Kann sein. Möglich. Und da kommt mein Katapult.
eigentlich ist davon jetzt echt sicher. Ich könnte die Farm echt upgraden. Aber wie gesagt, ich brauche es eigentlich nicht. Geld ist in Ordnung. Das Problem ist ja, entweder habe ich durch einmal durchreiten mehr, als ich tragen kann. Oder ich habe nichts, weil ich zu viel auf einmal ausgebe. So eine Zwischenstufe ist ziemlich schwer zu erreichen. Wir haben noch genug Bauern, sehe ich gerade. Ich mache noch links einen weiteren Ritter. Ich glaube, mehr als zwei Ritter auf eine Seite gehen gar nicht, oder? Nö, geht gar nicht. Alles klar. Und noch ein paar Bogenschützen. Sehr schön. Ah, nee, ich glaube, die schwarzen da, die waren einfach so normale Bogenschützen. Die gelben sind jetzt die mit dem... Ach nee, Moment. Es gibt einen schwarzen Ritter und es gibt einen gelben Ritter. Und die schwarzen Bogenschützen gehören zum schwarzen und die gelben zum gelben. Macht Sinn. Ausgefuchst, muss ich sagen. Kommt davon... Von links kommen echt immer noch Bauern nach. Es lohnt sich echt, da Münzen hinzuwerfen. Da kommen ständig noch mal ein paar neue. Die Münzen stehen da lang genug. Ich guck mal eben, was die Münzen jetzt sagen. Das sagen sie nicht. Ihr seid...